So, da sind wir wieder. Diesmal möchte ich nur kurz und knapp erklären, wie man am einfachsten an ordentliches Gear kommt. Mittlerweile ist der Release des Spiels hier einen Monat her und man kann jetzt genauer sagen, wie das jetzt eigentlich so wirklich abläuft. Die Loot Caves auf der Erde und die Krota-Methode haben sich meiner Meinung nach eher als eine Sackgasse herausgestellt, die Bungie dann auch zu Recht wieder geschlossen hat. Und mir ist auch klar, dass es nicht besonders populär ist, aber der Sinn des Spiels ist tatsächlich nicht unbedingt stundenlang auf so eine Höhle zu ballern, aus der dann einfach Gegner rauskommen. Es wird dann auch für die meisten wohl auch schnell langweilig. Viel gravierender ist aber die Tatsache, dass diese Methode tatsächlich auch gar nicht die effektivste ist. Es ist zwar korrekt, dass es die effektivste Art ist, um an legendäre Engramme oder seltene Engramme zu kommen, aber es ist nicht die effektivste Art, um an gute Ausrüstung zu kommen. Um an gute Ausrüstung zu kommen, muss man es ein bisschen anders anstellen, also wenn man zuverlässig in gute Ausrüstung kommen möchte, ohne wirklich stundenlang vor so einer Höhle zu farmen und dann einfach auf Glück zu hoffen. Man sollte immer darauf achten, dass man die Bounties, also die Beutezüge jeden Tag annimmt und nebenher nach Möglichkeit macht. Und die Empfehlung für neue Spieler wäre, zuerst die Story-Missionen abzuschließen. Und sobald sie dann verfügbar sind, sollte man die täglichen Heroic-Quests machen, auf einer Stufe, die möglichst hoch ist, aber gerade noch schaffbar. Sobald dann die Weeklies hinzukommen, also die wöchentlichen Quests, sollte die Priorität da drauf liegen. Und auch die sollte man auf der höchstmöglichen Stufe machen. Sobald die Nightfall Strikes und der Raid ab Level 26 dazukommen, sollte die Priorität da drauf liegen, aber es sollte natürlich auch schaffbar sein. Wer dann noch Lust und Zeit hat, kann die Strike-Playlists machen, je nach Schwierigkeitsstufe, die machbar ist. PvPler streuen dann natürlich ihre normalen Matches ein oder tragen dann halt das entsprechende Gear, damit der Ruf für die entsprechende Fraktion hochgeht. Das Ziel ist am Ende der Woche, so viel Reputation und Marks gesammelt zu haben wie nur möglich. Von den Strange Coins und den Modes of Light kann man sich dann bei Such, dem Schwarzmarkthändler, der immer vom Freitag bis Sonntagmorgen im Tower ist, eben die Exotics kaufen. Die exotischen Waffen eben mit Strange Coins und die Exotic Engrams mit den Modes of Light. Mit den Modes of Light kann man ansonsten ja nur Dekoartikel beim Speaker kaufen, deswegen ist es durchaus eine sinnvolle Investition, einfach mal ein bisschen auf Glück zu gehen und halt ein Exotic zu holen. Ist es halt nicht garantiert, dass man das für die richtige Klasse bekommt, aber mein Gott, dann haut man sich das halt in den Vault. Ansonsten kann man sich dann mit den Marks die Legendaries bei den jeweiligen Fraktionshändlern kaufen. Richtig gehört, kaufen. Ich glaube, so hat sich das Bungie letztendlich auch vorgestellt. Das Gear kann man dann auch mit dem Material dann upgraden, dass man bei Materialfarming zum Beispiel oder dann bei Public Events, die man bei Materialfarming zwangsläufig mehr oder weniger macht oder durch die Strikes erhalten hat. Und ich denke da vor allem an die Ascendant Shards und die Energy, die man daran da reinstecken kann. Denn durch die letzten Upgrades, die man dann in Legendaries reinsteckt, bekommt man zusätzlichen Licht, also Lightwert. Ich habe es tatsächlich bei meinem Zweitchar mit zwei popligen Legendary Items geschafft, den auch fast auf Level 26 zu bringen, indem ich sie einfach abgegradet habe. Und die habe ich tatsächlich einfach per Zufall gefunden. Die hatten schon Lightwert, also wenn die schon Lightwert haben, dann bekommen sie auch mehr, sobald sie abgegradet werden. Und das ist wirklich die einfachste und effizienteste Art, um das dann auch ein Level hochzubekommen. Es geht tatsächlich wirklich sehr viel schneller, als man anfangs glaubt, und diese Random Drops sind letztendlich bloß ein Bonus, den man mitnehmen kann. Es ist viel sinnvoller, sich eben nicht auf sein Glück zu verlassen und eher etwas langfristiger zu denken und das Spiel dann auch eher so zu spielen, wie sich die Entwickler das wohl gedacht haben. Und der Vorteil daran ist natürlich auch, dass man das dann in kleineren Häppchen spielt und es sich dann auch nicht ganz so schnell auslutscht, hoffentlich. So, und mit diesen kurzen Level-Tipps, wenn man so will, wünsche ich dann auch viel Spaß und vor allem viel Erfolg beim Leveln. Und wenn du dieses Video in irgendeiner Form nützlich fandest, dann bewerte es doch bitte mit einem Daumen hoch, subscribe den Kanal und hinterlass gerne einen Kommentar oder eine Anmerkung. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Dankeschön.